Oh, mein erstes Wichtelpaket ist angekommen und es ist groß. Aber da steht, Moment, darfst mich aus dem langweiligen braunen Packpapier befreien, aber vorsichtig. Dann mache ich das doch einfach mal, gell? Dem Schneemann fehlen die Augen, aber sie sind da. Ich klebe sie eben mal eben an. Dann sieht das ja komisch aus. Und dann sind da noch Sterne und da ist noch ein Schneemann, der hat Augen. Ist das nicht putzig süß? Oh, wie schön. So, in dieser wunderbaren Kulisse dachte ich mir, ich stelle euch heute das Buch vor, das ich im Wimmerzeit schon gelesen habe, aber schon in der Weihnachtszeit. Und zwar ausgestochen in Plätzchen an Geschichte von Kerstin Rick. Das ist ein E-Book, also zumindest ja, ein Kurz-E-Book vom Dotbooks Verlag. Und ja, ließ sich ziemlich schnell lesen, aber es war so mittelprächtig. Es geht darin um eine Mutter, die ja so perfekt sein will wie alle anderen Mütter, weil die können so viel neben der Schule und neben der Arbeit in der Schule von den Kindern und überhaupt, die engagieren sich halt für alles Mögliche und schmücken alles und versuchen alles Mögliche schön zu machen und das will sie auch. Sie versucht also irgendwelche Sachen zu basteln und es geht darum, Plätzchen zu backen für den Adventsbasar in der Schule. Und sie ist auch Elternvertreterin, ja, ich glaube, so hieß das, zusammen mit einer anderen, aber die andere ist einfach überperfekt und überkorrekt und ja, das möchte sie eben auch sein, aber irgendwie klappt das nicht so ganz. Irgendwie hapert es an allen Ecken und Enden. Der Adventskalender ist eine reine Katastrophe, der Adventskranz ist auch eine Katastrophe. Also im Endeffekt ist alles nicht wirklich schön und nicht wirklich weihnachtlich, kann man sagen. Ja, das finde ich alles ein bisschen, einerseits ganz nett, andererseits aber auch wieder so, muss das so sein? Muss die so merkwürdig sein? Kann sie einfach so sein, wie sie sein sollte? Darum geht es ja halt genau. Und das ist, war jetzt nicht so meins. Ich habe dem jetzt 3 Sterne gegeben, weil es sich eben leicht lesen lässt und eben eine Geschichte ist und so weiter. Aber so hundertprozentig mein Fall war es leider nicht. Aber ihr könnt euch das gerne mal anschauen. Das ist ja, das kostet 99 Cent und ist halt nicht die Welt. Kann man mal gelesen haben, muss man allerdings nicht. So. Und ich bin heute ziemlich müde. Wir müssen auch heute sehr früh schlafen gehen, weil Daniel um 4 aufstehen muss. Das hatten wir schon lange nicht mehr. Ich will bestimmt nicht morgen früher auf Arbeit sein, weil morgen haben wir Weihnachtsfeier. Das heißt, ich komme morgen spät nach Hause. Das heißt, es wird ein langer Tag. Oh Gott. Ich bin jetzt schon fertig. Ja, es wird lustig. Nun gut. Oh, geht schon los. Ja. Ich werde erst noch ein bisschen lesen. Also das Video speichert gerade und wird hochgeladen noch schon von gestern. Klar. Und ich werde jetzt noch ein bisschen lesen in Ein Weihnachtswunder zum Verlieben. Ich finde das Buch so schön bis jetzt. Das ist richtig, richtig toll. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Jo. Und ich habe heute noch was vom Nikolaus gekriegt. Oh mein Gott! Auf Arbeit und von Daniel. Der hat mir noch was gegeben. So ein Teil Weihnachten, teils Nikolaus. Das heißt, das Teil zu Weihnachten bekomme ich noch. Ist aber im Prinzip ähnlich, weil es sind eigentlich 6. Ich habe 3 bekommen. Ich zeige euch gleich was. Und von der Arbeit habe ich auch was bekommen. Voll lieb. Weil ich habe nämlich gestern den Nikolaus gespielt und habe jedem ein Tütchen gemacht. Mit Plätzchen und Schoki und so. Und deswegen habe ich jetzt auch was bekommen. Habe ich überhaupt gar nicht erwartet. Ja, der war sowas Süßes wie. Ich zeige euch das gleich. Und ja, gehe ich dann mal rüber. Dann kann ich auch gleich weiterlesen. Und schön ist, oh Gott, ich bin so müde. Ich bin eben schon auf der Couch ein bisschen eingenickt. Müssen wir empfehlen. Ich muss ja das Video noch bearbeiten und ich muss euch noch von dem Buch erzählen. Und dann kann ich auch das nächste E-Bückchen lesen,
Weil ich habe ja noch so ein paar Weihnachts-E-Books drauf, die ich noch lesen möchte dieses Jahr. Genau. Gut, ich bin dann gleich wieder da. Ich werde beworfen. Ich werde wieder beworfen. So, also. Ey, das ist mein Handy, das schmeißt man nicht. Puff. Das habe ich auf Arbeit bekommen. Ist das nicht süß? So ein kleines, kuscheliges Eichhörnchenkissen. Gehen hier mal nicht so rum. Und das hier habe ich von Daniel noch bekommen. Kekse auf Socken. Socken auf Kekse? Nein, gar nicht. Noch mehr Weihnachtssocken. Und noch mehr Weihnachtssocken. Ja. Wenn er wüsste. Ja, ja. So, und ich lese jetzt hierin weiter. Oh, verreck. In den Socken. Was? In den Socken? Gute Nacht. Zurück von der Weihnachtsfeier. Und Inchi hat mich abgeholt. Ja. Ja. Nett, nicht wahr? Ja, viel wird also heute nicht mehr passieren. Es wird also ein recht unspektakulärer Tag. Oder ein unspektakuläres Video vielmehr. Der Tag war nicht unspektakulär, der war lang. Wir haben es jetzt, ich weiß nicht, wann sind wir angekommen, kurz nach 9 sind wir hier gewesen. Mhm. Oder am U-Bahnhof vielmehr. Und dann her und so. Ich habe dann Wettrennen mit dem Bus geliefert, wo er drin saß. Ne? Stand, nicht saß. Ja. Er hat noch eine Haaresbreite gewonnen. Hat den Preis für faulen Dienstes bekommen. Ja. Bitte was? Davon wollte ich mal. Naja, wenn zwei Stationen mit dem Bus fahren muss, der kriegt einen Preis für voll Nides. Ja, ja. Ja, ich muss ja meinen Adventskalender. Ah, apropos Adventskalender, du hast ja noch gar nicht aufgemacht. Ist eh nur Müll drin. Lecker Zeug. Ja, dann nimm es doch. Ich mach doch nicht deinen Adventskalender auf. Ja, also den Adventskalender auch lesen und hören und dann. Eigentlich schon um. Das werde ich auch, weil ich heute nicht mehr schaffe, noch Videos zu bearbeiten werden. Habt ihr ja sicherlich gesehen, dass jetzt beide Tage auf ein Video gepackt werden. Es ist halt ein Tag, wo nichts los ist, weil ich nicht zu Hause bin. Was soll man da machen, gell? Ja. Was? Ich kann ja Daniel ein bisschen filmen. Sag was. Nö. Wie nö? Nö. Was? Mhm. Auch nicht gesprächig heute. Nein. So gar nicht gesprächig. Nein. Dann ist vielleicht auch das Wort heute schon rum. Echt? Aber nicht ja. An mich? Nee, die reichen mir auch heute für den ganzen Tag. Die du mit mir gesprochen hast? Mit dir doch nicht. Mit mir spricht man ja nicht. Da reichen 20 am Tag aus. Ob wir mal nicht übertreiben. Muss ich ja mal nicht zu sagen. Was sagst du dazu? Ha? Ja. Sprich. Kannst du nicht mal in die Kamera gucken, wenn mit dir redet? Ja, ja, noch ein bisschen rum. Ja, nur wieder. Na gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder, gell? Wenn es sein muss. Nicht wahr? Gute Nacht. Er hat übrigens morgen frei, ja. Gott sei Dank. Unmöglich. Hat er auch noch Haken? Alter, wieder mehr. Ja. Ist klar. Ich hatte so viel Einsätze gehabt, dass ich heute nicht mehr geschafft habe, eine Pause zu machen. Och, du armes Kerlchen. Ja, ich habe mich heute äußerst unbeliebt gemacht. Ach ja? Wieso? Na, jeder da drin, aber durfte gleich wieder rausfahren. Was? Ach so. Ja, ich hatte nicht mal Zeit, ich habe die Akten wegzuheften. Ich habe noch nicht mal geschafft, einen Eintrag zu machen. Oh. Immer wenn ich so dreimal geklickt habe, klingelt der Telefon wieder. Und der nächste Einsatz. Naja, da fährt es ja auch früh genug Schluss, oder? Gott sei Dank. Das war nicht mehr lustig. Tja, passiert halt mal. Ja, das komplette Programm. Feuerwehr, Polizeieinsätze, alles hier ab. Yay. Ja. So muss sein. Ich weiß nicht. Tja. Guck mal, der rote Drucker. Oh Gott. Es gibt rote Drucker. Es gibt von rote Canon Drucker. Oder was? Ja. Oh, ja, ja, ja. Katja, komm, möchte auch noch mal ins Video. Brauchst du einen?
Nein, ich brauche keinen roten Drucker. Ja, süße. Oh, 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 möchte jemand beschmust werden. Oh. Na gut, gute Nacht. 8 Uhr und endlich zu Hause. Ich hasse Freitagseinkaufen, wirklich, ganz furchtbar. Aber gut. Dann kamen wir eben noch nicht mal hier in die Straße rein, weil da voll Unfall war und oh, schrecklich. Mein Vater muss auch Umweg nach Hause fahren. Ja, es ist alles nicht so einfach heute. Und ich war kaum zu Hause, war ja noch bei der Buchhandlung, restliche Bücher wieder abholen. Und war kaum zu Hause, da konnte ich ja nicht mehr los. Und dann habe ich auch noch was vergessen mitzunehmen, was ich zur Post bringen wollte. Es war alles ein bisschen stressig. Ja, so ist. Na gut. Ich werde mich erstmal akklimatisieren und mich dann später nochmal melden, mache ich. Wir spielen Monopoly Dead, Walking Dead, Dead. Weil er das bekommen hat zum Geburtstag von. Und da holen wir noch ein schönes, holen wir noch richtig schöne Erweiterungssets. Erweiterungssets? Ja. Add-ons, ja, für Monopoly. Ein Add-on für Monopoly. Klar. Und das ist das Geld. Für mehr Spaß. Der Übertaster. Und ich kriege nochmal 140. Nee, der ist und die teuerste Straße ist im ersten Mal schon weggegangen. Alexandria, sichere Zone, Blakrems. Stunden später und ich habe kein Geld mehr. Nur noch diese beiden Karten. Die Karte muss im Gefängnis freikommen, da sitze ich übrigens gerade drin. Und belastete Straße. Dann baust du da was an. Und das mache ich nicht. Und hier wird gerade diskutiert. Nimm die gelbe. Nimm die gelbe. Kriegst du die Orange. Oh, es gibt Naschereien, es gibt Naschereien. Hm. Oh Gottchen, das ist aber jetzt auch fies, was du da machst. Ganz ehrlich. Ja. Für 600? Nee, oh, Sommer. Sommer? Oh, ich muss. Jetzt brauchen wir nicht. 8. Wir wollen Monopoly Day, ich spiele mir jetzt Disney Monopoly. Yay. Trete mit deinem Aristocrat auf, du erhältst 100. Oh. Yay.